Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Am heutigen Tage, wir stehen hier gerade, oder beziehungsweise ich stehe gerade vor meinem neuen Nachtclub, der an sich schon schick ist. Und ja, die Videos kommen in den nächsten Tagen online. Die konnte ich jetzt noch nicht online stellen, da ich die noch nicht gecuttet habe. Und es soll von mir aus, ist morgen Freitag. Das heißt, ich bin richtig früh dran mit Videos machen. Wenn wir mal ins Internet gehen, ja, ich habe mir ein bisschen Geld besorgt. Entschuldigen Sie bitte. Ich müsste mir das mal kurz ausleihen, weil ich habe nicht genug Geld, um mir ein Auto zu leisten. Auf dem Weg zum Zielort hatte ich noch kleine Probleme mit den Behörden, aber das ist ja nichts Wildes. Danke, ich muss mir das mal kurz ausleihen. Tschüss. Welcher Assi hat mich jetzt schon wieder bei der Polizei verpfiffen? Meine Güte. Während ich zu meinem Ziel fahre, erzähle ich euch mal ein bisschen was, was wir in der heutigen Folge machen werden. Und zwar... Oh, dachte ich mir, weil ich ja ein richtig cooler, krasser, reicher Typ bin, hängen wir zu einem die Polizei ab und zu einem kaufen wir uns das teuerste Penthouse, was es im Diamond Casino and Resort überhaupt gibt. So. Ich würde sagen, da haben wir schon mal gut eingepackt. Guten Tag. Ja, auf Wiedersehen, ne? Ich will auch einen Moment mal, wenn ich das gekauft habe, dann kriege ich sogar, dann öffnet mir der Typ sogar die Tür. Das ist schon mal gut. Denn ich möchte mir heute ein richtig schönes Penthouse kaufen. Und zwar nicht was Billiges, sondern was Teures. So, mein guter Freund, den ich immer verarsche, indem er einfach so aufstehen muss. Gut, ich würde gerne ein Penthouse kaufen. Und zwar einmal den High Roller. Für 6,173,5 Millionen. Für die Art Spieler, die nur eine Wette kennen. All in. So, ich habe noch mal kurz den Spielsound ausgemacht, da mir gerade aufgefallen ist, dass das Copyright-Musik ist. Jo, wie fett ist denn das bitte? Das ist ja größer als mein Apartment. Okay, Grundriss, was? Okay, wir machen mal... Mein Grundriss, okay. Das ist das, ja. Okay, ja. Das möchte ich auf jeden Fall. Wohnzimmer, ein Kinoraum, schön Heimkino, Whirlpool, klar, Bar und Partybereich. Ja, also wenn dann, ne? Jo, wahrscheinlich kostet das nochmal 1 Million. Das ist ein Sechstel vom Preis, willst du mich verarschen? So, hier haben wir ein zweites Schlafzimmer und eine Garage. Doch, die brauchen wir auf jeden Fall. So, die Farben. So finde ich das am schwarz, grau, weiß. Das muss ich sagen, gefällt mir recht gut. So. Also was Schlichtes finde ich auch an sich immer geil als irgendein Schickimicki-Kram. So, Moment mal, ist das teurer? Nee, das ist billiger, sehr gut. So, okay, dann würde ich sagen, ja, jetzt kaufen. Kauf erfolgreich. So ein Kauf hat mir zum Beispiel nicht wehgetan, da ich noch genug Knete übrig habe. So, steigt in den Aufzug um ein so Penthouse. Ja, laber mich nicht voll. Hey, wach. Und tschüss. Als ob ich mir das Gelaber jetzt von dem Typen anhöre, der kann sein Personal voll labern. Dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, weil ich mich duschen muss. Oh, das ist aber schöne Aussicht. Das weiß ich endlich, was hier die ganze Zeit im Casino ist. So, den Dialog habe ich jetzt für euch übersprungen. Nicht, weil ich dachte, dass es langweilig ist, sondern weil ich vergessen habe, den Ton wieder anzumachen. So, Mr. Baker meldet sich... wieder, okay. Ja, die haben hier alle ihren Dreck hinterlassen. Ist natürlich wunderschön. Ich habe mich inzwischen nicht geduscht, aber ich bin trotzdem wieder sauber. Und dieser Typ, der die ganze Zeit hier so eine Drohung nimmt, war hier. Oh, das ist aber doch eine schöne Aussicht. Also hier werde ich wahrscheinlich eher wohnen als in meinem Apartment, was ich mir für ein paar... Oh, automatische Türen.
Was ein Luxus. Ja, guten Tag, was sind. Ich sehe im Spiegel deutlich hässlicher aus als in echt, muss ich sagen. Jo, also. Junge, wie viele. Ja, wenn es mal wieder länger wird, ne? Brauche ich kein Handy, ne? Ich gehe nicht mit Handy aufs Klo. Doch gehe ich, aber ich benutze es manchmal nicht. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Um das Radio zu benutzen? Ja, der macht das richtig wie ein Allmann. Das ist mein begehbarer Kleiderschrank. Kann ich mich hier. Ich glaube, ich habe hier nichts geschenkt bekommen. Dafür, dass ich hier knapp 6,5 Mille reingesteckt habe. Schönen Dank auch. Sowas. Hier ist das Heimkino, oder? Ah, ne, hier ist das zweite Schlafzimmer. Das können man als Gästezimmer gut nehmen. Hier ist der Ausblick. Mehr oder weniger professionell, wenn man natürlich hier Pferderennen zusehen kann, dann ist das schon gut. Okay, noch ein zweiter Umkleideraum. Ich werde den da wahrscheinlich. Obwohl. Nee, den anderen fand ich schon besser. So, den Ausgang. Ach, hier geht's noch runter. Was ein Luxus. Na gut, ich habe genug dafür gezahlt. So, hier haben wir Wohnzimmer und. Ach so, mein Büro. Okay. Ja. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts Neues. LED dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier haben wir unsere Bar. Den Typen, den ich überhaupt nicht eingestellt habe, obwohl ich überhaupt nicht hier mit irgendjemandem zock. Aber egal, der Typ wird dafür bezahlt, 24 Stunden am Tag hier rumzustehen. Und ich bezahle den noch, obwohl ich da überhaupt nichts mache. Aber der Typ hat sich den Job ausgesucht. Hello, this is Agatha, the casino and resort manager, again. Look, Hallo, I ich tried to möchte nicht explain mit this Ihnen in your reden. Ich kann penthouse, nicht but auflegen. here it is. The diamond may look brand Nein, new das and habe ich Ihnen noch sparkling, vorhin but schon gesagt. Ich habe it's genug actually in Geld. Ich mache trouble. keine Drecksarbeit The für Sie. rebuild went Suchen way Sie over sich einen budget, and the anderen Chings had to Vollidioten, refinance. der kein Geld The hat. new debt came from these Texans, Nein! the Duggins. Den Typ, der hier auch 24 Stunden am Tag rumsteht und dafür bezahlt wird, nichts zu tun. Dann haben wir. Oh, also, das nenne ich doch mein Wohnzimmer. Also, das sind echt zu haben. Das. Und das nenne ich auch meine Aussicht. Erstmal hier die Leute bespannt, Kappa. Dann haben wir hier Aussicht auf unseren Parkplatz, den wir nie benutzen werden, weil wir eine eigene Garage haben. Und dann lässt sich doch hier, würde ich sagen, schon mal gut einrichten. Die Frau. Guten Tag, Sie werden 24 Stunden auch hier am Tag stehen. Ich werde Sie dafür bezahlen, aber Sie werden nichts machen. So. Schön. Zu Deutsch, sie verdient hier ihr Geld mit. Nichts machen. Ich hoffe, das geht nicht so auf die Knie. Okay, hier ist das Heimkino. Viermal eine Couch, nur für mich. Das mit den Türen gefällt mir hier echt gut. So, und hier ist noch ein Konferenzraum. Ich denke mal, wenn man Mission machen muss. Ah, guten Tags. Jo, ich habe hier die beste Aussicht, ne? Shit, ich kann meine Waffen nicht auswählen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal kann ich ein bisschen beim Typen angeben, dass ich mehr Geld als er habe. So, und hier unten ging es ja noch runter. Okay, hier haben wir. Ah, hier ist die Terrasse, oder? Genau. Aber ich möchte mal in die Garage. Und zwar in die Penthouse-Garage. Nicht zur anderen Garage von den Losern. Also mal ganz im Ernst. Ich habe jetzt mittlerweile gefühlte 20 Parkplätze ohne Autos. Ich habe hier mal ein Menü. Das gibt es bei dem Billo-Garage zum Beispiel nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, damit hat sich das mit 20 auf 30 erhöht. Nee, doch 20. Okay, ansonsten würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein. Tschüss. Ciao.